Dr. Rolf Dostner von der Internationalen Liga für Menschenrechte, Juror mit bei den Big Brother Awards, die wir jährlich in Bielefeld verleihen, ist heute hier. Auch er möchte, oder ich sag mal so, wir haben ihn sanft gezwungen, hier ein paar Worte zu sagen. Lieber Rolf, ich weiß, du stehst schon da. Komm her, dein Mikrofon. Ja, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, während wir hier zu Tausend offen gegen Überwachung und für Freiheit statt Angst demonstrieren, gehen die Geheimdienste ungebremst ihren dunklen Geschäften nach. Was wir gerade erleben, ist kein In-sich-Gehen, kein Innehalten angesichts des größten Massenüberwachungsskandals in der Geschichte. Im Gegenteil. Anstatt endlich die Menschen vor geheimdienstlicher Ausforschung zu schützen, werden die Geheimdienste auch hierzulande aufgerüstet und massenüberwachungstauglicher gemacht. Verfassungsschutz und BND wollen sich vom großen Bruder NSA emanzipieren, sollen also aus dem Desaster gestärkt hervorgehen. Bei diesem schamlosen Wettrüsten in einem globalen Informationskrieg geht es nur vordergründig um Terrorabwehr und Sicherheit. Letztlich geht es um geostrategische und ökonomische Machtinteressen bis hin zur Aufstandsbekämpfung und Absicherung militärischer Interventionen. Nun, die Internationale Liga für Menschenrechte, für die ich hier spreche, hat zusammen mit Chaos Computer Club und Digital Courage Edward Snowdens grandiose Enthüllungen zum Anlass genommen, beim Generalbundesanwalt Strafanzeige zu erstatten gegen die Bundesregierung und gegen Geheimdienstverantwortung. Ja, warum? Man kann sich's fast denken. Erstens wegen massiver Verstrickung bundesdeutscher Geheimdienste in das globale Massenüberwachungssystem. Zweitens wegen millionenfacher Verletzung der Privatsphäre. Und drittens wegen sträflich unterlassener Abwehrmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Es war für uns der Versuch, die gesellschaftliche Duldungsstarre, die wir gelegentlich spürten, zu durchbrechen. Und tatsächlich wirkte dieser, man kann sagen, Akt der Notwehr wie ein Ventil, das plötzlich geöffnet wird. Tausende unterstützen inzwischen unsere Strafanzeige. Ja, und ich frage, seid auch ihr alle dabei? Wer noch nicht dabei ist, kann es nachlesen auf dieser Broschüre, die, ich denke, auch hier zu erwerben ist, auf jeden Fall lesen soll. Bekanntlich hat ja nun der Generalbundesanwalt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, aber nur wegen des unfreundlichen Angriffs auf das Handy der Kanzlerin. Eine politisch motivierte Kompromissentscheidung, die an der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz zweifeln lässt. Denn auf Ermittlungen wegen der massenhaften Ausspähung von uns allen
ja, verzichtet der General. Kurioserweise mangels tatsächlicher Anhaltspunkte. Das ist mit Verlaub Realitätsverleugnung, hart an der Grenze zur Strafvereitelung. Nicht locker lassen, als einstweilen halten wir diese Verweigerungshaltung für eine Kapitulation des Rechtsstaats vor staatlichem Unrecht. Die bundesdeutschen Geheimdienste können sich so jeder Verantwortung entziehen, obwohl sie längst aufs Engste in den menschenrechtswidrigen Geheimbund verflochten sind, ebenso wie die schmutzigen und festlichen gegen den Terror. Edward Snowden, noch mehr, Edward Snowden sagt wörtlich, BND und NSA liegen in einem Bett. Eine wahrlich grauenhafte Vorstellung. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, die einzig funktionierende demokratische Kontrolle über demokratiewidrige Geheimdienste besteht in deren vollständiger Auflösung. Und gerade hier haben Edward Snowden, andere Whistleblower und Unterstützerinnen sensationelle Pionierarbeit geleistet und enormen Mut bewiesen. Das Lasst uns gemeinsam für eine Kultur des Whistleblowing streiten, die es hierzulande, wie wir gehört haben, wirklich nicht ansatzweise gibt. Was uns fehlt und was wir dringend brauchen, einen Snowden im BND und im Verfassungsschutz. Und jede Menge Zivilcourage. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Für diejenigen, also erstmal herzlichen Dank, Rolf. Gössner, er ist 40 Jahre lang vom Verfassungsschutz überwacht worden. Er hat 40 Jahre lang dagegen geklagt, er hat letztlich gewonnen, ganz unspektakulär. Hat einfach mal gesiegt und erzählt darum darüber. Finde ich ganz prima. Die Bücher, die wir zu der Strafanzeige verlegt haben, könnt ihr an Digitalcourage starten. Ich glaube, der ist hinter dem Klickstand, da kann man die bekommen. So, ich möchte euch noch zwei Leute vorstellen, wenn ihr euch einmal gerade zeigt. Diese beiden sympathischen jungen Herren sind diejenigen, die ihr die Eimer übergeben könnt, in denen das Geld drin ist. Sie laufen vorne mit unserem Lauti, also beim ersten Wagen, das ist das Fahrzeug da drüben.
Das von mich erfahrene kommt aber trotzdem. Vorratsdatenspeicherung, da könnt ihr das abgeben. Und es ist auch schon viel Geld reingekommen. Aber ich habe noch ein paar leere Eimer, die sind wieder geleert. Darf ich die jetzt gerade jemandem geben zum weiter rumlaufen und sammeln? Dankeschön. Also zur Erinnerung, die Arbeit ist nicht nur einmal im Jahr eine Demo zu veranstalten, die ist den ganzen, geht das ganze Jahr über. Wir haben Treffen, wir haben jetzt gerade eine Aktivwoche hinter uns, wo wir die Infrastruktur des Arbeitskreises neu aufgebaut haben und Ähnliches. Da gehört sehr viel dazu. Ein politischer Kampf braucht auch Geld. Es geht nicht nur mit Politromantik. Es geht nicht nur mit Twittern und Facebook wollen wir ja eigentlich gar nicht erwähnen hier auf der Bühne. So.